Sie hören vier Ansagen. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1 bis 4 auf dem Antwortbogen. Beispiel: Liebe Fahrgäste, wegen eines Streiks fährt die Straßenbahnlinie 21 heute nicht. Es werden Ersatzbusse eingesetzt. Trotzdem wird es zu Behinderungen und Verspätungen kommen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Nummer 1. Guten Tag, Riesinger vom Möbelmarkt Aldea. Wir können Ihnen Ihren Küchentisch und die Stühle morgen liefern. Unser Fahrer wird zwischen 14 und 16 Uhr bei Ihnen sein. Bitte sorgen Sie dafür, dass jemand bei Ihnen zu Hause ist. Sie können unseren Fahrer bei Rückfragen morgen ab 9 Uhr auf der Mobilnummer 0118 4223 erreichen. Nummer 2. Und jetzt unsere Top-Angebote. An der Gemüsetheke finden Sie heute Paprika aus Spanien, Weintrauben aus Italien und Äpfel aus Südtirol mit absoluter Frische-Garantie. Außerdem an unserer Frischfleischtheke nur heute unglaubliche Angebote. 1 Kilo Schweinebraten für nur 4,99 €. Rindergulasch zu 6,19 € und Original Nürnberger Bratwürste für unglaubliche 2,99 € pro Kilo. Nummer 3. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie, der verspätete ICE aus Hannover wird in wenigen Minuten an Gleis 12 eintreffen. Der Regionalexpress nach Wiesbaden, fahrplanmäßige Abfahrt 14.23 Uhr, wird deshalb heute von Gleis 14 um 14.46 Uhr abfahren. Nummer 4. Guten Tag, dies ist der automatische Anrufbeantworter der Praxis Dr. Gunold. Unsere Zahnarztpraxis ist montags und donnerstags von 9 bis 14 Uhr und mittwochs und freitags von 16 bis 19 Uhr geöffnet. Bitte rufen Sie uns während der Öffnungszeiten wieder an. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an die Zahnklinik. Telefon 0342 2213. Ende von Teil 1. Sie hören 5 Ansagen aus dem Radio. Zu jeder Ansage gibt es eine Aufgabe. Welche Lösung, A, B oder C, passt am besten? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 5 bis 9 auf dem Antwortbogen.
Nummer 5. Uhr. Aktuelles vom Tage mit Michaela Stricker. Die Themen heute. Sofia. Wahlsieg der Opposition in Bulgarien. Detroit. Autoindustrie tief in der Krise. Frankfurt. Parteitag der SPD startet ins Wahljahr. Berlin. Eröffnung der Berlinale mit vielen Stars aus Hollywood. Nummer 6. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist jetzt 7 Uhr. Gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit unserem aktuellen Morgenmagazin. Heute mit dem Journalisten Peter Alsbach zu Gast im Studio. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit uns zum Thema Pension mit 68. Also bis gleich, nach den Nachrichten. Nummer 7. Hallo liebe Musikfreunde. Gleich geht's los mit unserer Wunschsendung Klassik zum Feierabend. Entspannen Sie sich und gehen Sie mit uns auf eine musikalische Reise durch die Welt der Klassik. Heute geht's von Russland bis Italien. Nummer 8. Und jetzt zum Wetter. Das Sturmtief Oskar reicht von den britischen Inseln bis zur Ostsee und bringt besonders im Norden kräftigen Regen und teils orkanartigen Sturm bis in die Mitte Deutschlands. Südlich der Donau trocken und nur mäßiger Wind. Nummer 9. Das Wochenendwetter. Viel Sonne und steigende Temperaturen von der Nordsee bis an die Alpen. Nur im äußersten Nordosten noch einzelne Gewitter, die aber im Laufe des Samstags nachlassen. Die Höchstwerte erreichen 28 Grad. Ende von Teil 2. Sie hören 4 Gespräche. Zu jedem Gespräch gibt es 2 Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die Aussage dazu richtig oder falsch ist und welche Antwort A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 17 auf dem Antwortbogen.
Beispiel. Guten Tag. Spreche ich mit dem Kindergarten Spielmobil in der Kaiserstraße? Ja, Kallis ist mein Name. Was kann ich für Sie tun, Frau? Spirtakis. Wissen Sie, ich suche dringend einen Platz für meine Tochter Eleni. Wie alt ist denn Ihre Tochter, Frau Spirtakis? Sie wird im November 4. Sie haben Glück. Wir haben noch Plätze frei. Könnten Sie mit Ihrer Tochter vorbeikommen? Dann lernen wir Sie kennen und Sie sehen unseren Kindergarten. Wann würde es denn passen? Am besten noch diese Woche. Können Sie am Mittwoch oder Donnerstag schon um 8 Uhr? Ja, das ginge gut. Ich komme dann gleich am Mittwoch. Vielen Dank, Herr Kallis. Dann bis übermorgen. Auf Wiederhören, Frau Spirtakis. Nummer 10 und 11. Aber gesagt, jetzt hat er es gesagt. Aber toll gesagt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer kurzen wöchentlichen Abteilungsbesprechung. Die Tagesordnung hatte ich Ihnen ja schon gestern geschickt, aber ich möchte trotzdem noch mal kurz sagen, worum es heute geht. Es geht zunächst um die Neubesetzung der Stelle im Verkaufsbüro. Dann kurz zu den neuen Arbeitszeiten an Samstagen und die Vertretung bei Abwesenheit. Außerdem noch ein paar Anmerkungen zum Urlaubsplan zwischen Weihnachten und Neujahr. Gibt es außerdem noch weitere Themen von Ihrer Seite? Ich hätte gern noch gewusst, ob dieses Jahr unsere Weihnachtsfeier wieder im Gasthaus am Fluss stattfindet. Und ich hätte noch eine Frage zu... Nummer 12 und 13. Sehen Sie hier, 2 Wochen Mallorca, Halbpension in einem ruhigen Mittelklassehotel, direkt am schönen Strand von Pagera. Alles zusammen, Linienflug und Unterkunft für nur 738 Euro. Was sagen Sie dazu? Von welchem Flughafen? München oder Frankfurt. Ab München jeden Montag und ab Frankfurt immer samstags. Besser wäre für mich Nürnberg. Gibt es da auch ein Angebot? Moment, ja. Da kann ich Ihnen das Hotel Isla Verde in Arenal anbieten. Mit Animation, großem Sportangebot, Fitnesscenter und Abendunterhaltung. Alles im Preis von 820 Euro enthalten. Ach, ich weiß nicht. Meine Frau und ich möchten lieber ein ruhigeres Hotel. Wenn Sie von München fliegen, gibt es das Angebot Zug zum Flug. Das kostet nur 19 Euro pro Strecke. Und mit dem ICE kommen Sie jederzeit problemlos nach München. Gut, vielen Dank. Ich werde es mit meiner Frau besprechen. Nummer 14 und 15. Klausen? Hallo Christina, hier spricht Ralf. Hallo Ralf, was gibt's denn? Ist was passiert? Nichts Schlimmes, aber mein Auto ist kaputt. Ich habe es heute in die Werkstatt gebracht und bekomme es erst am Freitag wieder. Und deshalb wollte ich dich fragen, ob du mich morgen ins Büro mitnehmen kannst. Du weißt ja, dass es von mir fast unmöglich ist, mit öffentlichen Verkehrsmitteln so früh wegzukommen. Morgen hat mein Mann das Auto, weil er einen Termin in Köln hat. Und ich wollte mit der S-Bahn fahren. Aber wir finden schon eine Lösung. Lass mich mal nachdenken. Ich kann Anne anrufen. Sie fährt immer mit dem Auto und es ist für sie sicher kein Problem, dich abzuholen. Klar, an Anne habe ich gar nicht gedacht. Ich kann sie dann auch selbst anrufen. Danke und bis morgen.
Nummer 16 und 17. Fußballverein Kleine Stürmer. Mein Name ist Bauer. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Müller am Apparat. Ich möchte meinen Sohn im Fußballverein anmelden. Wie alt ist denn Ihr Sohn? Er wird jetzt 10. Gut, da könnte er in unserer Juniormannschaft mitspielen. Die Jungen sind alle zwischen 10 und 12. Wann ist denn das Training und wann könnte er anfangen? Immer dienstags und donnerstags von 5 bis 7. Er könnte gleich morgen mal zur Probe vorbeikommen. Sie müssten nur das Anmeldeformular ausfüllen. Dann bekommen Sie in den nächsten Tagen die Mitgliedskarte für Ihren Sohn. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ende von Teil 3. Sie hören Aussagen zu einem Thema. Welcher der Sätze A bis F passt zu den Aussagen 18 bis 20? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 18 bis 20 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze A bis F. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Danach hören Sie die Aussagen. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Fahrrad oder mit dem eigenen Auto zur Arbeit fahren? Wir haben Menschen nach ihrer Meinung gefragt. Beispiel: Ich fahre immer mit dem Auto, aber wir haben eine Fahrgemeinschaft mit Kollegen. Wir sind zu viert und jede Woche wechseln wir ab. Das spart Benzin und meine Frau kann auch oft unser Auto benutzen, wenn ich mit den Kollegen mitfahre. Nummer 18. Ich fahre mit der Straßenbahn. Mit einer Monatskarte ist das günstig und ich stehe nie im Stau. Und sie ist eigentlich fast immer pünktlich. Außerdem kann ich dabei ganz bequem meine Zeitung lesen. Nummer 19. Ich fahre immer mit dem Rad. Im Büro sitzt man ja doch den ganzen Tag und so habe ich doch jeden Tag ein bisschen Bewegung. Nur wenn mal das Wetter ganz schlecht ist, nehme ich den Wagen. Nummer 20. Ich muss mit dem Auto fahren, weil ich auch beruflich viel unterwegs bin. Das wäre mit öffentlichen Verkehrsmitteln gar nicht möglich.
Außerdem bin ich einfach viel unabhängiger. Ich kann mir meine Zeit selbst einteilen. Ende des Subtests hören.